gemacht, was Obermatt Aktiensuche eigentlich bringt. Und wir sehen drei Vorteile. Wenn man die Obermatt Aktiensuche vergleicht mit einem Aktienindex, dann hat man den Vorteil, dass man nicht teure Aktien übergewichtet und günstige Aktien untergewichtet. Bei einem Aktienindex ist das nämlich der Fall. Je teurer die Aktie, desto größer ist deren Anteil im Index. Je günstiger die Aktie, desto kleiner ist der Anteil im Index. Wenn Sie Ihre Aktie selber auswählen, müssen Sie diesen Irrtum nicht begeben und Sie verlieren keine wertvollen Renditepunkte, wenn sich die Preise der Aktien wieder dem Durchschnitt angleichen. Ein großer Vorteil gegenüber einer Indexanlage ist also weniger Renditenachteile. Das zweite ist mehr Auswahl. Wenn Sie Ihre Aktien selber halten, dann können Sie Aktien wählen mit einer guten Governance, wo die Vergütung für die Führungskräfte stimmt, oder Aktien, die familienfreundlich sind, Aktien, die einen kleinen CO2-Footprint haben. Sie haben verschiedenste Möglichkeiten, Aktien auszuwählen, die Ihnen gefallen. Und Sie müssen nicht Aktien kaufen, die eigentlich gar nicht an die Börse gehören. Ich denke da zum Beispiel an die partnergeführten Unternehmen, an Investmentbanken, an Beratungsunternehmen und an Private-Equity-Gesellschaften. Dort müssen die Partner jedes Jahr entscheiden, sollen sie das Geld, das sie verdient haben, für sich behalten oder sollen sie es ausbezahlen an den Investor. Solche Aktien müssen sie nicht halten. Wenn sie einen Index haben, haben sie alle diese Aktien auch in ihrem Portfolio. Inklusive Aktien, die in Branchen sind, die historisch gesehen noch nie gute Renditen erzielt haben, weil sie in schwierigen Märkten operieren, wie zum Beispiel die Flugbranche. Flugindustrie. Und der dritte Vorteil, den wir sehen, ist, dass Sie echt kein Risiko und echt keine Kommissionen tragen müssen. Sie kaufen kein Instrument, auch ein Indexfonds ist ein Finanzinstrument. Sie kaufen kein Instrument, sondern Sie kaufen einen Teil eines Unternehmens und das ist wesentlich sicherer, als wenn Sie über Dritte gehen müssen. Schließlich müssen Sie dann auch keine Kommissionen an diese Parteien bezahlen. Und wenn Sie defensiv langfristig anlegen, macht das einen Unterschied, denn Sie brauchen diese Kommission gar nicht. Dem stehen aber auch Nachteile gegenüber. Die größten Nachteile, die wir sehen für unsere, wir nennen das Do-it-yourself-Indexing-Anlage, also Ihr eigenes Aktienportfolio, ist erst einmal, dass Sie sich informieren müssen, was eigentlich intelligentes Investing ist. Intelligent Investing von Benjamin Graham ist ein gutes Buch, um damit zu beginnen. Wir haben unsere Aktienanalysen auf dieser fundamentalen Value- und Sicherheitsstrategie aufgebaut. Aber Sie als Kunde müssen natürlich auch überlegen, ob das für Sie stimmt. Wir setzen nämlich nicht auf Aktien, die steigen und wir verkaufen keine Aktien, die fallen, sondern wir schauen nur auf die Fundamentaldaten, also wie der Preis der Aktie im Vergleich zur Größe dasteht, wie gut das Unternehmen finanziert ist. Und als dritter Punkt, als wesentlich weniger Punkt, wollen wir noch wissen, wie das Unternehmen in der Vergangenheit gewachsen ist. Sie müssen sich also informieren. Die zweite große Hürde ist, Sie müssen handeln. Sie müssen Aktienanlagen tatsächlich tätigen. Sie müssen tatsächlich alle 3 bis 6 Monate hinsitzen und überlegen, ob Sie eine Transaktion, ob Sie eine Veränderung Ihres Portfolios durchführen müssen. Und das ist Arbeit. Und schließlich, und vielleicht das Schlimmste ist, Sie können nicht mehr jemand anders dafür verantwortlich machen, dass Sie Geld verloren haben. Sie werden Geld verlieren, Sie werden manchmal auch schlechter sein als der Index. Das ist unausweichbar an den Kapitalmärkten. Dafür kriegen Sie eine Rendite langfristig und langfristig sind Sie besser, als wenn Sie das Geld einfach auf dem Bankkonto liegen lassen. Aber diese Verlustphasen müssen Sie verkraften und Sie müssen damit umgehen können, dass Sie niemand anders die Schuld geben dürfen. Das sind die drei Vorteile und die drei Nachteile und jetzt bitte ich Sie, sich selber dafür zu entscheiden. Viel Erfolg!